Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch Tutorial Reihe. Heute wollen wir das Netz bauen und zwar endlich unser vollständiges Netz, das heißt das RNN, das wir hier jetzt tatsächlich dann auch füttern wollen. Und ja, das hat erstmal eine relativ seltsame Struktur, denn ja, wer sich mit RNNs in meiner Tutorial Reihe zu neuronalen Netzen schon mal auseinandergesetzt hat, der weiß, dass der Output von RNNs wieder reingesteckt wird. Also das heißt, wir wollen sozusagen das, was rauskommt, wieder reinstecken und noch natürlich weiter verwenden. Okay, damit sich sozusagen unser Netz merken kann, was da eigentlich gerade so passiert ist. Und sozusagen, also wenn wir jetzt unseren Namen Abing haben, falls ihr euch an letztes Video erinnert, das ja offensichtlich ein deutscher Name sein soll, dann muss unser Netz bei dem I noch wissen, dass da vorne dran ein ABB stand, denn ein I an sich gibt es in jeder Sprache. Das gibt es im Chinesischen, gut, im Arabischen vielleicht nicht unbedingt, weiß ich nicht, aber im Französischen gibt es Is und wenn man dann eben nur das I hat, dann kann man nicht wirklich wissen, ob das jetzt ein deutscher Name sein soll oder ein französischer oder ein chinesischer oder whatever. Deswegen muss man sich natürlich an den gesamten Namen erinnern und deswegen haben wir eben sozusagen ein rekurrentes Netz. So, das wird jetzt heute wichtig, denn wir wollen jetzt, achso, wir müssen erstmal die Imports noch schreiben, ist mir gerade aufgefallen. Wir wollen natürlich erstmal torch.nn importieren, das kennt, das wollen wir immer noch so importieren, das kennt ihr mittlerweile. Und from torch.autograd wollen wir natürlich mal wieder Variable importieren, also Variable, und damit können wir unser Netz schreiben. So, das mache ich jetzt hier erstmal raus. Das ist übrigens der Output hier gewesen, das hier war das G, so haben wir unsere Daten, angezeigt sozusagen oder intern gehalten. Das heißt, wir haben ein One-Hot-Encoding benutzt, haben wir im letzten Video gemacht. Okay, jetzt, wie nennen wir unser Netz? Wir nennen unser Netz mal wieder Netz. Es erbt von nn.module, ganz klar, wie immer. Und wir brauchen natürlich erstmal den Konstruktor, das ist auch klar. Und als allererstes müssen wir den Super-Konstruktor aufrufen, das heißt Super von Perfekt. Genau das habe ich gesucht. Okay, vielen Dank. Vielen Dank habe ich gesagt, perfekt. Also einfach nur noch Enter drücken und alles läuft genauso wie sein soll. So, jetzt folgende Situation. Ein Netz, ein neuronales bzw. ein rekurrentes neuronales Netz hat immer eine gewisse Anzahl an Hidden Neuronen. Diese Hidden Neuronen, die kommen wieder in das Netz rein, wenn es durchgelaufen ist. Und das sind sozusagen unsere Hidden Neuronen, die wir auch wirklich wieder weiterverwenden wollen. Das heißt, die stecken wir beim nächsten Durchlauf wieder rein. Und deswegen müssen wir die auch noch irgendwo angeben. Wir müssen angeben, wie viele Hidden Neuronen wollen wir denn haben. Also Hiddens. Und wie viele wollen wir denn im Output haben. Das machen wir jetzt einfach hier mal im Konstruktor. Und natürlich den Input wollen wir auch noch im Konstruktor haben. Achtung, das bezeichnet nicht den richtigen Input, den wir dann nachher durchstecken wollen, sondern die Größe des Inputs. Okay, dann self.hiddens ist gleich, naja, logischerweise Hiddens. Und dann brauchen wir Folgendes. So, jetzt gibt es zwar sogenannte LSTMs in PyTorch, aber RNNs gibt es jetzt nicht so direkt, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir schreiben uns quasi unser RNN selber, was aber absolut kein Problem ist. Im Endeffekt ist ein RNN einfach ein normales, lineares Layer, was aber zusätzlich zum Input einfach noch die Hiddens bekommt und das war es dann halt. Das heißt, wir sagen hier, wir brauchen ein self.linear 1 ist gleich nn.linear und naja, wie groß ist, also wie viele Input-Features haben wir? Wir stecken hier die Input-Features rein plus die Hidden-Features. Das heißt, wir haben hier Input plus Hiddens und was bekommen wir raus? Naja, wir bekommen hier in dem Fall jetzt einfach nur die Hiddens raus. Das sind die, die wir dann später wieder reinstecken. Also das ist quasi die lineare Schicht, die uns immer wieder die neuen Hiddens produziert. Und dann haben wir aber noch eine lineare Schicht, die uns die Outputs produziert. Das sind sozusagen die neuen Hiddens jetzt hier. Und dann haben wir noch self, wobei, wisst ihr was, ich nenne es mal ein bisschen anders. Die Hiddens, also hit. Und das hier nennen wir self.out. So. Das produziert mir die Output-Schicht, das heißt, ich habe hier ein nn.linear und naja, was wollen wir hier haben? Auch wieder, wir stecken im Endeffekt genau dasselbe rein, Input plus die Hiddens und das wollte ich hier eigentlich auch so machen,
Input plus Hiddens. Und wie viele kommen jetzt raus? Naja, Output kommen raus. Output. So. Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene lineare Schichten. Die eine produziert immer wieder neue Hiddens, das ist die hier. Die andere produziert den Output, das ist die hier. Okay, jetzt, wie wollen wir unseren Output zurückgeben? Naja, wir wollen eben den Log Softmax wieder verwenden. Und das machen wir hier, indem wir sagen self.logSoftmax ist gleich nn.logSoftmax. Okay, wie viele Dimensionen hat denn unser LogSoftmax? Naja, genau eine. Sehr gut. Das soll man übrigens so machen, ist mir aufgefallen, beziehungsweise das stand da immer als kleines Warning, dass man das so machen soll. Würde ich euch empfehlen, das einfach auch zu machen. Okay, jetzt, was wollen wir hier genau haben? Wir wollen Folgendes. Und zwar, wir sagen hier erstmal, wir brauchen natürlich den Forward Pass, self. Was brauchen wir noch? So, und Achtung, jetzt bekommen wir zwei Sachen, denn wir stecken ja hier immer Inputs und Hiddens rein. Das heißt, wir stecken hier die Inputs rein, also Input, das nenne ich jetzt einfach mal X, das ist das ganz normale X. Und das sind die Hidden-Werte, die wir hier quasi erstmal rausbekommen. Warum müssen wir die jetzt hier reinstecken? Naja, wir bekommen die sozusagen und stecken sie einfach jedes Mal wieder von vorne rein. Das ist sozusagen unser Gedächtnis hier übrigens. Und ja, jetzt definieren wir unseren Output oder besser gesagt unseren Output und unsere Hiddens neu. Okay, dazu müssen wir aber erstmal hier sagen, wir wollen Inputs und Hiddens logischerweise gemeinsam hier reinstecken, denn wir haben ja hier gesagt, wir haben Input-Features von Input und Hiddens. Das heißt, wir müssen die irgendwie zusammenstecken. Also sagen wir, x ist gleich, und jetzt wird's witzig, torch.cut. Das kommt von Konkatenation und bedeutet einfach, wir wollen x und die Hiddens zusammen haben. Und zwar eine Dimension haben wir hier. Mehr ist es eigentlich nicht. Wenn ich hier die Dimension auf 0 setze, dann habt ihr ein Problem, weil, ja, 0 Dimensionen wird schwierig. Okay, beziehungsweise es geht schon mit 0 Dimensionen, aber wir haben hier halt jeweils eine oder, ja, genau. Okay. So, jetzt weitermachen. Und zwar, wie bekommen wir die neuen Hiddens? Naja, die neuen Hiddens, das sind sozusagen unsere... Achtung, ich darf die nicht überschreiben. New Hidden ist gleich so. Und jetzt stecken wir die einfach mal durch die Schicht durch. Self.hid ist die Schicht, die die neuen Hiddens hier produziert. Das heißt, die benutzt natürlich als Input den kompletten X, also die Konkatenation von X und den Hiddens, die wir hier reinstecken wollen. Und als Output, und jetzt wird es ein bisschen witziger, Output new, wobei Output haben wir noch nicht definiert, Output ist gleich self.softmax, logsoftmax, das ist diese Schicht hier, die unser logsoftmax definiert, Halleluja, was ist heute los? Und wir wollen natürlich darauf self.out anwenden, also wir wollen quasi den logsoftmax auf die normale lineare Schicht hier anwenden, die die Outputs produziert. Okay, und was stecken wir hier rein? Natürlich wieder die gesamte geballte Faust von X und Hidden, die dann hier durchgejagt wird. So, was geben wir jetzt zurück? Naja, wir geben einfach beides zurück. Geben erstmal die Outputs zurück und die neuen Hiddens. Die neuen Hiddens. Genau, so, perfekt. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Jetzt wollen wir was machen? Naja, wir wollen vielleicht noch unsere Hiddens irgendwann mal initialisieren. Denn wir können hier nicht einfach sagen, wir nehmen einfach diese Hiddens jedes Mal wieder rein. Naja, es muss ein erstes Mal geben. Bevor wir neue Hiddens bekommen, müssen wir als erstes Mal irgendwann welche definiert haben. Das heißt, wir brauchen normal für eine init hidden. Und die braucht auch keine Parameter oder sowas. So, und da sagen wir jetzt einfach mal return variable von, so, das heißt, wir geben quasi einfach neue Variablen zurück, und zwar, wir geben Nuller zurück, torch.zeros mit der Dimension 1 und der Größe von self.hiddens, habe ich es genannt, ich muss mir immer nachgucken, wie ich es genannt habe. Hiddens ist die Anzahl an hidden Neuronen, die wir sozusagen, oder hidden Features, die wir immer wieder reinstecken wollen. Okay. So, jetzt brauchen wir natürlich erstmal ein neues RNN, und das kriegen wir, indem wir hier einfach ein neues Netz erstellen. Das heißt, Model ist gleich Netz
Okay, jetzt müssen wir aber dem Konstrukt ein paar Sachen mitgeben, nämlich die Input-Features. Naja, die Input-Features, wie viele sind das wohl? Das sind so viele, wie wir Letters haben, also so viele, wie wir Buchstaben haben. Das wollen wir ja reinstecken. Die Anzahl an Hiddens, naja, die setze ich jetzt einfach mal auf, nehmen wir, keine Ahnung, 128 ist immer ganz gut oder 64 oder sowas. Und die Anzahl an Outputs, naja, was ist denn die Anzahl an Outputs? Wir wollen als Output haben, zu was für einer Sprache es gehört. Das heißt, ihr erinnert euch, wir wollen hier rausfinden, wie viele, ich habe das hier unten mal gerade kurz weggemacht, wie viele Sprachen wir hier haben. Also wie viele Dateien wir im Endeffekt da drin haben. Und deswegen können wir hier einfach auch sagen, len von data. Das ist sozusagen die erste Dimension, die uns angibt, wie viele Sprachen wir haben, weil wir natürlich jedes Mal hier gesagt haben, Data von lang ist gleich und so weiter und so fort. Okay, cool. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr wirklich was machen. Zumindest für unser Netz können wir jetzt getrost uns zurücklehnen und dann beim nächsten Mal den Trainingsvorgang anschmeißen. Gut, das war's mal wieder für heute und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.